Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Homeoffice- oder Schreibtischsequenz mit Stuhl und Schreibtisch. Ihr braucht dazu keine Matte. Ich würde empfehlen, dass ihr die Schuhe auszieht, dann könnt ihr einen bequemeren Sitz und einen bequemeren Stand nachher einnehmen. Wir beginnen im Sitzen. Während wir hier angenehm sitzen, erdet die Füße in den Boden. Euer Rücken ist schön angelehnt an eure Rückenlehne. Alles, was stört, schiebt es einfach weg. So. Und dann erdet die Hände auf euren Knien, schließt für einen Moment die Augen. Wir atmen erstmal tief ein, ganz, ganz tief. Und ganz ruhig wieder aus. Eine Einatmung. Tief bis in die letzten Lungenspitzen und eine tiefe, entspannte Ausatmung. Gerne über den Mund, über die Nase einatmen. Wir beruhigen damit mit diesem langsamen Atmen unser Nervensystem. Und tiefe Ausatmung. Alles raus aus dem Körper. Nächsten Einatmung bitte ich euch sanft die Augen zu öffnen und wir beginnen, indem wir mit den Händen unser rechtes Knie umfassen und erstmal das rechte Knie nach oben ziehen. Mit der Ausatmung sinken wir wieder mit dem Knie zu Boden, stellen den rechten Fuß ab, einatmen, wir umfassen mit den beiden Händen das linke Knie, ziehen das linke Knie nach oben. Ausatmen, senken das Knie und den Fuß wieder zu Boden. Jede Seite noch zweimal einatmen. Rechtes Knie nach oben ziehen. Ausatmen, rechtes Knie wieder senken lassen. Wir haben eine gute Stütze durch die Rückenlehne. Einatmen, linkes Knie wieder nach oben ziehen. Ausatmen, linkes Knie wieder sinken lassen. Noch einmal einatmen, rechtes Knie nach oben ziehen. Ausatmen, sinken lassen, einatmen, linkes Knie nach oben ziehen und ausatmen, wieder sinken lassen. Wir rutschen ein bisschen weiter auf unserem Stuhl nach vorne, die Füße sind fest verankert am Boden, die Hände ruhen auf den Knien und wir ziehen mit der nächsten Einatmung die Schultern nach oben. Und indem wir wieder ausatmen, lassen wir die Schulterblätter weit in den hinteren Rücken schmelzen. Einatmen, über vorne, nach oben, zu den Ohren, die Schulterblätter ziehen. Und ausatmen, sinken lassen. Nochmal einatmen, zieht die Schulterblätter nach oben, zu den Ohren. Und mit der Ausatmung lasst die Schulterblätter wieder sinken. Wir können gerne einmal das rechte Schulterblatt nach oben ziehen, zu den Ohren, ausatmen, wieder fallen lassen, einatmen, die linke Schulter zum Ohr ziehen, ausatmen, wieder fallen lassen, einatmen, beide zu den Ohren ziehen und beide wieder fallen lassen. Noch einmal, das tut gut. Einatmen, Schulter zu den Ohren und ausatmen, fallen lassen. Mit der nächsten Einatmung stehen wir auf. Die Füße sind hüftbreit. Wir schieben unseren Stuhl etwas weg von uns. Physisch hüftbreit. Die Hände erstmal gerne an die Hüfte. Wir versuchen erstmal hier eine stabile Basis zu schaffen, indem wir die Großzehballen, die Kleinzehballen, die hintere innere Ferse, die hintere äußere Ferse fest in den Boden verankern. Und dann können wir erstmal so einen kleinen Entenpo machen, um die Wirbelsäule aufzuwecken. Ausatmung zieht das Steißbein Richtung Fersen, Richtung Boden. Einatmen. Weite die hinteren Oberschenkel nach außen, Entenpopo, ausatmen, zieht das Steißbein Richtung Nabel. Noch einmal einatmen, weite die Sitzbeinhöcker hinter euch in den Raum hinein,
Ausatmen, zieht das Steißbein unter euch Richtung Fersen. Einatmen, hebt die Arme nach vorne über den Kopf, zieht euch lang. Die Seiten des Körpers sind lang, aber die Schulterblätter bleiben weg von den Ohren. Die Finger leuchten in die Decke hinein. Ausatmen, die Hände sinken über die Seite an euren Körper. Einatmen, wir ziehen die Hände nochmal nach oben, macht euch lang. Ausatmen, die Hände und Arme sinken wieder auf die Seite. Einatmen, zieht nochmal über die Seite nach oben. Und ausatmen, die Arme sinken an die Seite eures Körpers. Einatmen, sinkt mit dem Heben der Arme tief in die Knie. Stuhlstellung, ausatmen, die Knie strecken sich wieder, die Hände sinken zur Seite. Einatmen, Hände ziehen zur Decke, Knie tief gebeugt, Stuhlstellung. Ausatmen, Hände wieder zur Seite, die Knie strecken sich. Einatmen, die Arme über die Seite, nach oben zur Decke, Knie tief gebeugt, Stuhlstellung. Ausatmen, Hände neben dem Körper, Knie gestreckt. Einatmen, wir heben die Arme zur Seite, wie in eine Fliegeposition. Dabei drehen wir einmal die Hände, die Handinnenflächen nach oben. Gibt eine ganz andere Schulterrotation. Ausatmen, wir drehen sie wieder nach unten Richtung Boden. Einatmen, drehen die Handinnenflächen wieder nach oben. Dabei schmelzen die Schulterblätter weit in den hinteren Rücken hinein. Ausatmen, wir drehen die Hände wieder um. Einatmen, wir drehen die Handflächen wieder nach oben zur Decke. Achtung, ausatmen hier. Einatmen, wir drehen über die Bauchmuskelkraft die rechte Hand nach hinten, den rechten Arm nach hinten, den linken Arm nach vorne. Der Blick bleibt nach vorne ausgerichtet. Das ist eine Drehung aus dem mittleren Bauchkraft. Einatmen, wir kommen wieder zurück. Ausatmen, wir drehen zur anderen Seite. Einatmen, wieder in die Mitte zurück. Ausatmen, zur anderen Seite. Einatmen, zur Mitte zurück. Ausatmen, zur anderen Seite. Einatmen, zur Mitte zurück. Ausatmen, die Hände sinken neben den Körper. Einatmen, wir heben die Arme über die Seite nach oben. Achtung, ausatmen, nach hinten zurück. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, wir drehen zur anderen Seite. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur rechten Seite. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur linken Seite. Einatmen zur Mitte zurück. Und ausatmen, die Arme sinken zur Seite neben eurem Körper. Einatmen, wir kommen nochmal in die kleine Stuhlstellung, die Knie dabei tief gebeugt. Die Hände könnt ihr auf die Knie legen oder hier auf dem unteren Stück des Oberschenkels verankern, damit ihr euch festhalten könnt. Die Schulterblätter gehen dabei weg von dem Ohren und ihr streckt euren Popo gerne in den Raum hinein und wir machen hier kleine Cat-Cow-Bewegungen. Mit der Einatmung zieht den Kopf nach oben, lasst das Herz Richtung Raum leuchten, die hinteren inneren Oberschenkel weit in Richtung Wand ausatmen. Kommt in einen Katzenbuckel, dabei zieht das Steißbein Richtung Fersen, einatmen. Wieder in ein Hohlkreuz kommen, das Herz führt, ausatmen, kommt wieder in einen Rundrücken, in einen Katzenbuckel. Einatmen, die Nase führt euch wieder nach oben, Hohlkreuz, ausatmen, in den Rundrücken. Und nun nehmen wir die Arme zu Hilfe, einatmen, die Arme gehen über die Seite nach oben. Der Popo strebt weit nach hinten, das Herz leuchtet in den Raum hinein, ausatmen,
Wieder zurück mit den Armen zu den Knien in ein Rundrücken. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, wieder in ein Rundrücken. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben zur Decke. Ausatmen, die Hände wieder zu den Knien, Rundrücken. Einatmen, streckt die Beine. Und lasst einfach die Arme neben euch, neben dem Körper sinken. Atmet erstmal entspannt tief ein und tief aus. Die Schultern können gerne dabei mitgehen. Energie einsaugen in den Körper. Und jetzt nehmen wir die Arme gerne über die Seite mit. Wir stellen uns auf, die Zehenspitzen ziehen uns in die Länge. Ausatmen, die Arme sinken zur Seite. Einatmen, auf die Zehenspitzen, die Arme schweben zur Decke. Ausatmen, die Arme sinken neben unserem Körper. Einatmen, Arme schweben zur Decke. Ausatmen, die Arme führt ihr wieder neben euren Körper. Mit der nächsten Einatmung verlagert das Gewicht fest in den linken Fuß. Zieh dabei die Kraft von den Füßen und den Händen in Richtung Becken. Schafft hier eine gute Basis, ein gutes Powerhouse. Und mit der nächsten Einatmung zieht ihr euer rechtes Knie einmal zum Oberkörper heran. Ihr könnt euch gerne mit der Hand auch mit der einen Hand am Schreibtisch festhalten und die rechte Hand zieht das rechte Knie nach oben. Ausatmen, lasst das Knie wieder sinken. Einatmen, wir holen das linke Knie nach oben zum Oberkörper. Ausatmen, lasst das Knie wieder sinken. Einatmen, wir holen das rechte Knie nach oben zum Oberkörper. Ausatmen, lasst den Fuß wieder sinken. Einatmen, nochmal das linke Knie zum Körper ziehen. Ausatmen, lasst den Fuß wieder sinken. Und wir haben ja unseren Schreibtisch und den benutzen wir jetzt auch, indem wir uns einfach hier festhalten. Wir können die Hände schön auf dem Schreibtisch ablegen und wandern so weit zurück, dass wir ungefähr einen 90-Grad-Winkel haben zwischen Oberkörper und Beinen. Und dann mit der Atmung, die uns ja führt, die diese Bewegungen hier führt, sinken wir immer tiefer in dieser Vorbeuge vor unserem Schreibtisch. Einatmung hier und mit der Ausatmung sinkt einfach zwischen eure Schulterblätter Richtung Boden nach unten mit dem Kopf. Ihr könnt gerne auch unter eure Arme durchgucken. Einatmen, kommt wieder etwas aus dieser Position raus, hebt den Kopf etwas nach oben, hebt den Oberkörper etwas nach oben, der Nacken des Halses bleiben lang. Ausatmen, sinkt tief wieder Richtung Boden mit der Nase. Dabei bleibt der ganze Rücken schön stabil und schön lang. Die Knie können leicht gebeugt sein, die Arme auch leicht gebeugt, ganz entspannt, ganz sanft. Einatmen, hebt den Oberkörper wieder etwas an. Ausatmen, verneigt wieder tief. Einatmen, hebt den Oberkörper wieder leicht an. Ausatmen, verneigt tief vor eurem Schreibtisch. Oh, eine schöne Bewegung in den Schultern. Einatmen, zieht euch wieder nach oben, wandert mit den Füßen nach vorne zu eurem Schreibtisch und dann dreht euch um und ich hoffe, es hält euer Schreibtisch auf. Setzt euer Gesäß auf die Kante eures Schreibtisches, stellt die Füße hüftbreit vor euch auf und dann drücken die Hände schön an den Schreibtisch ran, stabilisieren euch und ihr könnt die Schulterblätter über die Ohren hoch und nach hinten in euren Rücken ziehen und dann macht der obere Rücken schon eine kleine Wölbung nach hinten bzw. nach vorne. Ihr könnt euer Herz leuchten lassen Richtung Wand, atmet hier tief ein, dehnt euch. Auch der Popo kann in sogenannten Entenpopo kommen. Und mit der Ausatmung lasst die Schulterblätter nach unten fallen, die Schulter nach vorne, macht einen Rundrücken, einatmen, wieder in ein geführtes Hohlkreuz, zieht den Kopf nach oben, aber lasst ihn in Verlängerung des Halses. Ausatmen, in den Rundrücken, Ted Cow am Schreibtisch,
Einatmen, zieh die Schulterblätter nach hinten in den Rücken. Macht einen kleinen Entenpopo. Ausatmen in den Rundrücken. Einatmen, kommt in eine neutrale Position, richtet euch auf. Der Rücken ist schön gerade. Die Hände und Arme unterstützen euch nur in dieser Übung. Und mit der Einatmung ziehen wir einmal die rechte Schulter nach hinter uns und die linke Schulter nach vorne. Und den Kopf nehmen wir leicht mit. Einatmen in die andere Richtung. Linke Schulter zurück, rechte Schulter nach vorne. Das Gesäß bleibt dabei stabil am Schreibtisch. Einatmen, linke Schulter nach vorne, rechte zurück. Ausatmen, neutrale Position. Einatmen, linke Schulter nach hinten zurück, rechte nach vorne. Ausatmen, neutrale Position. Noch einmal. Einatmen, linke Schulter nach vorne, rechte zurück. Ausatmen, neutrale Position. Einatmen, linke Schulter zurück, rechte Schulter nach vorne. Ausatmen, neutrale Position. Wir weiten die Füße etwas weiter als hüftbreit. Und indem ihr euch gut an eurem Schreibtisch festhaltet, könnt ihr den Oberkörper in einen 90-Grad-Winkel wieder nach vorne sinken lassen. Einatmung hier, Ausatmung hier, Einatmung, richtet euch wieder auf, Ausatmung, verneigt in einen 90-Grad-Winkel. Einatmung, richtet euch wieder auf, Ausatmung, verneigt in einen 90-Grad-Winkel. Einatmen, richtet euch wieder auf, Ausatmung, bleibt hier. Das ist eine schöne Bewegung für den gesamten Rücken. Alles wird wieder aufgedehnt. Dreht euch bitte um. Kommt nochmal in eine weite Grätsche. Die Arme nochmal zur Seite. Die Handgelenke sind ungefähr über den Fußgelenken. Und auch hier drehen wir nochmal aus der Kraft unseres mittleren und unteren Rückens. Dafür bitte ich euch, tief einzuatmen. Und mit der Ausatmung dreht die linke Hand nach vorne und die rechte nach hinten. Und dann kann unser Blick mit der rechten Hand mitkommen, aber die Hüfte bleibt schön gelevelt, parallel nach vorne. Einatmung, wir holen die Arme wieder zurück. Ausatmung, die linke Hand zieht nach hinten, die rechte nach vorne, der Blick geht mit. Ausatmung, wieder in die Mitte zurück. Einatmung, die rechte Hand zieht nach hinten. Die linke nach vorne, Ausatmung in die Mitte zurück, Einatmung, die linke Hand zieht nach hinten, die rechte nach vorne, Ausatmung in die Mitte zurück, lasst die Arme sinken, nehmt die Füße wieder über Hacke-Spitze zusammen und dann bitte ich euch einfach mal hier nochmal zu stehen, nehmt die Ellenbogen in die nehmt die Handgelenke in die Ellenbogen, die Hände und verneigt nochmal hier erstmal auf die Hälfte nach vorne in einen 90-Grad-Winkel. Und wer mag, lasst einfach den Oberkörper hängen, verneigt über eure Knie. Und ihr könnt gerne schaukeln von links nach rechts und von rechts nach links. Euch nochmal aushängen. Einatmen. Tief, tief, tief und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, die Hände an die Hüfte zu nehmen, beugt die Knie etwas, macht den Rücken gerade und zieht euch wieder in eine aufrechte Position. Nun bitte ich euch nochmal, die Arme auf dem Schreibtisch abzulegen und nochmal in einen 90-Grad-Winkel zu kommen mit dem Bein und dem Oberkörper und dann legt eure Stirn auf euren Händen ab und entspannt. Schenkt den Atem wieder die Ruhe und die Kraft in eurem Körper, sich auszudehnen und zu strömen. Lasst alle schlechte Energie raus, lasst es gehen. Ihr habt schön gearbeitet, mit eurem ganzen Körper ihn wieder in Bewegung gebracht. Der Sauerstoff kann pulsieren, die Kraft habt ihr eingeladen. Und dann bitte ich euch, euch wieder sanft aufzurichten, die Augen zu öffnen, euch nochmal auf einen Stuhl zu setzen.
Legt gerne die linke Hand in die rechte. Schließt die Augen, erdet die Füße in den Boden. Lehnt euch auch gerne nochmal an, hinten in eurem Stuhl. Schließt die Augen, atmet nochmals 3, 4, 5 Atemzüge ganz ruhig, um euch wieder zu sammeln und euch für den restlichen Tag wieder vorzubereiten. Ihr könnt gerne bei der Ausatmung auch den Mund öffnen. Wer mag, kann gerne auch noch ein paar Minuten länger hier verweilen, vor eurem Stuhl, in dieser Ruhe, in dieser Stille eures Atems. Ich bedanke mich bei euch fürs Praktizieren mit mir, wünsche euch viel Spaß mit dieser kurzen Sequenz und sage zu euch Namaste, ihr Lieben. Dankeschön.